Servus, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute bin ich mit der Jagdmann und B unterwegs. Wir haben einmal oder je einmal 20 mm Schwack-Kanone und 12,7 mm MG-Kanone. Ja, ich bin jetzt ein bisschen langsam im Kopf, ehrlich gesagt, weil ich schon 10 Stunden gearbeitet habe. Ich will den nicht rumrollen, aber wie gesagt, heute war echt ein langer Tag. Ich versuche trotzdem irgendwie ein halbwegs vernünftiges Video hinzukopeln. Ein paar Runden bin ich schon geflogen, 3, 4, lief mehr oder weniger gut. Ich habe mich gerade gewundert, ich habe die ganze Zeit eine Ki 49 oder so raufgeballert und geht einfach nicht kaputt. Ich habe 20 mm an volle Ladung aufgeknallt und die geht nicht kaputt. Ich dachte, das ist ziemlich verarschend, ey. Das ist nicht normal. So, da brauche ich nicht hin, da sind 3 auf einem. Ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich mit dem Ziel raufpuppe. Gerade war ein Domination Match, das sieht natürlich auch ziemlich blöd. So wie halt Domination Matches sind, ist eigentlich auch wie Air Domination, da verliert man wirklich relativ schnell Flugzeuge. Black 30 gerade. Fliegt hoffentlich woanders hin. Aber der kommt mir ziemlich nahe, ich kann jetzt nur hoffen, dass... Okay, alles weg. Ich will hier nochmal ein bisschen Stoff geben. Die Wellington sollte möglich sein. Fängt schon an zu schießen. Lenken, stirb! Man muss natürlich auch ein bisschen treffen irgendwie. Das war schon mal gar nichts. Ja, sind nicht sonderlich genau, kommt mir so vor. Man muss halt einfach nur. Also ich habe manche schon mit einem Schuss, mit einem Feuerstoß runtergeholt. Ich habe doch ganz schön was abbekommen bisher. Der ist einfach... was ist das denn jetzt? Ist der jetzt einfach ausgestiegen? Oder was war das jetzt für eine Aktion? Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Versuchen wir zu reparieren. Irgendwo da hinten ist unsere Hauptbasis. Oh shit. Und ich bin eigentlich noch viel zu schnell. Ich bin noch ein Bugfighter. Okay, muss ich wohl so irgendwie durch. Ich würde aber versuchen, wenn möglich, doch zu landen. FB2C. Scheiße, bin ich richtig dabei. Ja, ich muss mir diese Heinkel holen. Hilft der nix? Hilft der nix? Ja, Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen maulfaul bin. Ist schon spät. Der Tag war lang. Ich will auch nicht verrecken. Dafür scheint ja jetzt jeder irgendwie schneller zu sein als ich. Oh mein Gott. Der will mich auf jeden Fall wegrotzen. Das wird jetzt mein Nachteil sein. Ich kann eigentlich nichts machen, großartig. Im Gegenteil, ich muss versuchen, ihm hier zu entkommen irgendwie. Das ist natürlich nicht mehr so einfach. Er gammelt hier irgendwo rum, da ist er. Und wurde weggerotzt. Ich halte einfach noch mal ein bisschen drauf. Punkte und Punkte. Jetzt muss ich eigentlich zusehen. Wollte ich gerade sagen, dass ich lande. Jetzt habe ich noch 18 Schuss übrig. Das ist ziemlich bekloppt. Das ist ziemlich bekloppt. Ich will jetzt einfach darauf hoffen, dass er abbrennt. Dabei wollte ich eigentlich landen zum Reparieren, ehrlich gesagt.
Wie sieht es denn hier aus? Der hat eine bessere Panzerung. Wenn man bedenkt, wie schnell man sonst in die Fresse bekommt hier. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich schnell genug lande. Gott, ey, wie sollst du das mit über 400 km/h machen? Ich glaube, das ist nicht so clever. Ja, das war nicht so clever. Und er kriegt einen Kill. Er kriegt einen Kill. Ich hasse das, wenn Leute Kills kriegen, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig geschossen haben auf einen. So ein paar läppische Pisstreffer, die einen nie und nimmer zerlegt hätten. Und nur weil man irgendwie scheiße gelandet ist, weil man zu schnell war bei der Landung und so, kriegt irgend so ein Fatzke da einen Kill. Das ist schon echt scheiße. Ja, da kann man schlechte Laune bekommen. Wie auch immer. Ich werde nicht ohne Grund mir überwiegend hier langsamere Ziele oder größere Ziele aussuchen. Jo. Wo kam der jetzt her? Das war ja mal toll. Mit seinem Analdildo Drecks-Piss-Flugzeug. Oh, wie mich das aufregt, Mann! Ey, echt Mutterficker, ey. AIDS-verseuchte Hure. Aber ich will mich ja nicht aufregen, habe ich mir ja gesagt. Ich komme jetzt mal rein hier in dieses Scheißspiel. Was ich am schlimmsten finde, sind wahrscheinlich diese ganzen Drecks-Camper. Und den hatten wir auch wirklich so viel vorhin gehabt. Das ist mir doch scheißegal, ey. Dr. Death War. Das ist so wirklich, man schmeißt mal alle dreckigen Worte zusammen. Black Satan Dragon irgendwie und dann denkt man, das ist cool, ey. Was ist das für ein Dreck? Oh Gott, ey. Ja, ich bin frustriert jetzt, was soll das? Ich muss diesen Abschaum ausrotten jetzt hier. Das ist so hässlich, dieses Flugzeug. Ja, das regt mich auf. Ich meine, was versuche ich hier eigentlich? Das ist die Frage. Was versuche ich hier eigentlich? Der wird mich gleich ficken. Ficken wollen zumindest. Ich sehe ihn richtig, wie er sich denkt, boah, ihr habt ein gutes Premium-Flugzeug. Ich bin der coolste Typ. Ich lutsch Schwänze für einen Cheeseburger. Ah, du bist so armselig, du Hurensohn, echt. Denke ich mir, warum bin ich auf die Idee gekommen, heute ein Video aufzunehmen? Wie scheiße muss man sein? Dieses Stück Abfall. Schon egal, eigentlich. Da fliegt immer noch Suck. Ich weiß ja auch, warum sein Clan Suck heißt. Weil sie Cocksucken. Vom Allerfeinsten. Er brennt. Er brennt. Ich hoffe, das war eine meiner Ladung. Komm, 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 mir geht die Luft aus. Das gibt's doch nicht. So ein Hurenposer. Oh! Nee, echt. Echt, ey, mir fehlen echt die Worte. Ich würde jetzt Sachen rausknallen, die kann ich hier nicht sagen, echt. Die kann ich hier wirklich nicht sagen, glaubt's mir. Boah, aber ich sag mal so,
Früher gab es ja noch so Internetcafés. Ich weiß nicht, ob sie immer noch. Guck da, hat da einen Gutschein für dieses Hurenflugzeug. Für dieses Kinderdummflugzeug. Aber im Internetcafé, hätte der auf der anderen Seite gesessen, ich hätte ihn wirklich den Monitor in seine hässliche, verpickte Kackfresse geschlagen. So viel kann ich schon mal versichern. Ist mir auch scheißegal, gehst halt mal in den Knast für ein Jahr. Egal, aber so ein Zeug, das, die musst du einfach kaputt hauen, deine Menschen. Ja. So eine Pissposer, echt. Wo war ich stehen geblieben? Jag 9B, ja. Ganz cool, hm? Ich geh jetzt hier auf Basen, ist mir egal. Ich ja schon sehe, wie er rumfliegt, so. Oh. Ich stelle mir so, wie er sich freut. Ich bin so gut, Mann. Wie ist ja einer Ebola, oder? Komm, rotzt mich weg hier. Rotzt mich weg. Ich bin von einem klobigen Flugzeug gefliegt hier. Eigentlich müsste es reichen, wenn ich irgendwie vielleicht den Boden anhalte und wegknalle oder so. Und irgendwo ist da noch einer. Aber wo ist irgendwo? Ich muss hier. Ja, der Gott. Das war's schon. Eigener Platz im Dieb 12. Noch eine Runde, ganz klar, bis gleich. Also, immer noch mit der Jag 9B unterwegs. Mit der Jag 9B. Eigentlich ein ganz cooles Flugzeug. Ich hasse sie eigentlich, wenn ich sie als Gegner habe. Aber ich habe so das Gefühl, auch da wurde wieder rumgekuppelt und so. Ja, man, ich habe gar nicht die Zeit, diese ganzen Patch-Notes immer zu lesen. XP 38G, okay. Ja, Jagdflugzeug. So klobe ich hier, aber hat auch so, erinnert mich manchmal ein bisschen an so ein Hai. Ja, an so ein Hai erinnert mich das irgendwie. Das ist vielleicht auch ein bisschen wegen der Farbe, oben halt so blaugrau und unten halt hellblau. Aber wenn ich von den Farben schwafel, dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie lange genug am Leben bleibe und irgendwas hier wegballer. So, die soll sich erstmal so ein bisschen auflösen hier. Das Knäuel entwirren. Burkhard Holzer. Schiebt direkt auf mich zu. Könnte auch mein letzter Flug sein. Ja. Oder? Ja, bitte. Irgendwas ist heute. Das ist nicht der erste, der so komisch vor sich hin flattert und so komisch wackelt. Der Scheiß hat sich jetzt erstmal erledigt. Also man sieht, ich wäre schneller gewesen, eigentlich wäre ich in ihn reingeflogen. Ich hätte es wahrscheinlich sogar überlebt, weil ich relativ gut gepanzert bin, aber. Auf jeden Fall die Beschädigung davon genommen, das wollte ich nicht vermeiden. Zuccherini! Ich lade lieber nach. Auch wenn ich nicht viel verbraucht habe, aber sicher ist sicher. Und wir gucken mal ein bisschen auf die Seite, was haben wir denn da alles? Easy. Auch eine Jack, Heinke P39 gewesen. Messerschmitt BF. Und BF. Und Burkhard wieder. ja, was machen wir? Ich will gar nicht reinfliegen, ehrlich gesagt. Ich will nicht. Da sitzen die ganzen Kollegen und versuchen mal von oben die Leute wegzufetzen, richtig brutal. Es ist blöd, weil man jetzt so weit unten ist.
Und da bin ich natürlich auch ein leichtes Ziel. Also zwischendurch versuchen, die Minimap im Auge zu behalten. Vielleicht mal noch nebenbei eine Jacke abschießen oder so. Ach, ist schon weg. Burkhard ist auch schon weg. Kann ich nicht so leicht mithalten, aber ich muss es irgendwie versuchen. Eigentlich ist der Trick nur rechtzeitig abzudrücken. Der ist einfach abgestürzt. Dann will man echt mal schießen und dann... Oh, scheiße hier. Aufpassen, dass man nicht mit anderen Leuten zusammenknallt. Passiert ja gerne mal hier. Die sind alle über uns hier. Fast alle über uns. Scheiße. Gut, also in Bewegung bleiben. So viel Zeug über uns hier. So, hinter mir ist auch einer. Stürzen sie hier alle runter. Jetzt wird's knifflig. So ein Wichser. Echt. Typisch Pole. Rotzbesoffen. Und ich weiß nicht mehr, ob der das mit Absicht gemacht hat oder ob der einfach nur scheiß dumm ist. Oh Gott, wie mich das ankotzt. Der hätte locker ausweichen können, denn ich wollte ja auch ausweichen. Da denke ich mir so, ey, du scheiß Wodka-Säufer. Wie sollte man die Flaschen in die Fresse hauen, echt? Ja, ich reg mich viel auf. Ich meine, was ist das für ein Kackgespiel hier? So Behindertengedaddel hier. Leider bin ich für den Chat gesperrt. Ganz ehrlich. Und zwar, weil ich solche Sachen, wie ich jetzt hier sage, normalerweise schreibe. Zu Recht. Ja, schieß den ab, diesen Drecksficker. So, jetzt habe ich natürlich echt so eine richtig beschissene Bomben lassen. Ich weiß gar nicht, wie soll man die noch vorankommen. Ich versuche noch ein paar Bodeneinheiten zu machen, aber ich glaube auch das wird mir ganz gut bringen. Scheiße. Scheiße! Ja, ich muss zu meinen Leuten. Bless, bless. Hol mir den weg, hol mir den weg. Ich bin einfach zu klobig für so eine Scheiße. Das wissen wir doch, das wissen wir doch. Und jetzt bin ich erstmal zu schnell. Ich habe schon überlegt, ob ich mich selbst wegspringe. Dazu müsste ich aber jetzt erstmal noch eine Weile warten. Entscheidender Schlag und wir haben verloren. Panzerfaust. Okay. Ich bin Panzerfaust geworden. Mit einem Bodeneinheitenkill. Ehrlich jetzt. Mit einem Bodeneinheitenkill. Ich bin wie dieser Polski aufregt. Echt. Immer noch. Oh mein Gott. Jetzt hört mir auf mit... Ja, das ist halt Arcade, ne? Ja, Arcade heißt aber noch lange nicht, dass man spielen muss, wie der letzte zurückgegeben. Pissaffe mit AIDS. Was? Tatsächlich bin der Einzige, der hier überhaupt eine Bohnen an. Nee, der hat auch noch eine. Was für ein Kack, echt jetzt? Die, die an hier. Was soll man dazu sagen? Oh Gott, vielleicht soll ich keine Videos aufnehmen, wenn er schon so lange waffeln, echt. Ah, trotzdem danke fürs Zuschauen. Hinterlasst bitte keine Kommentare. Ich zieh mir jetzt erstmal eine Line und dann geh ins Bett. Also, ciao, ciao. Haut rein. Macht's gut. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss.